Das war für mich ein sehr, sehr nachhaltiges Ereignis. Deshalb, natürlich, es ist ein unheimlicher Glanz. Sie ist, glaube ich, sehr, sehr populär, sehr berühmt und sehr motivierend. Deshalb ist das natürlich genau das Richtige für den Wintercup 2017 vom TSV 04 Bayer Leverkusen, dass sie gerade hier ist, dass wir die Ehre haben, sie heute hier auch tanzen sehen zu dürfen. Das zeigt eben auch, welchen Stellenwert die rhythmische Sportgymnastik nicht nur im Verein, sondern ja, nach heute muss ich sagen, glaube ich, weltweit hat. Und ich glaube, ansonsten würde diese Athletin, diese Gymnastin nicht zu uns kommen. Und wir sind sehr stolz, dass sie sich entschieden hat, uns hier heute zu besuchen. Und dass so viele Gymnastinnen aus vielen verschiedenen Ländern zu uns gekommen sind. Und das ist vielleicht auch eine gute Werbung, eine gute Visitenkarte für unseren Verein. Das ist eine ganz wichtige Sache für die Stadt Leverkusen, nämlich hier sind ganz viele Nationen in dem Wintercup 2017, die wieder, ja, die seit langer Zeit wieder in Leverkusen dann die Sportart ausüben. Also ein großer Event, eine große Ehre für die Stadt Leverkusen. Bei uns dazugehört, wie die Leichtathletik, wie der Handball, der Behindertensport, der Basketball. Ich will jetzt keinen auslassen, aber ich kann sie nicht alle aufzählen.